Hallo, liebe Klemmbausteinfreunde. Ja, herzlich willkommen aus meinem Laden hier in Hannover. Kurze News. Ab kommendem Montag, also ab dem 21.11., bekommt der Laden nochmal neue Öffnungszeiten. Und zwar habe ich dann schon ab 13 Uhr geöffnet. Und zwar von Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Eventuell auch bis 19 Uhr. Mal gucken, je nachdem, wie viel los ist halt hier auf dem Weihnachtsmarkt. Weil inzwischen wird dieser auch aufgebaut. Da seht ihr schon so ein bisschen kurzer Ausblick auf aus meinem Laden. So sieht es draußen aus. Die ganze Gruppenstraße ist halt jetzt gut gefüllt mit Ständen und könnt also da auch noch mal ein bisschen drüber laufen. Die Sache ist die, Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, eventuell auch mal bis 19 Uhr, je nachdem wie viel los ist, aber dann tatsächlich auch nicht länger, weil ich habe ja noch einen zweiten Job, den ich vorangesetzt dann noch durchführe. Das heißt, da bin ich dann tatsächlich von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags, eile dann hierher und mache hier nochmal alles fit und dann mache ich den Laden hier auf und mache dann von 13 bis 18 Uhr den Laden hier. Freitags mache ich ihn dann von 13 bis 19 Uhr. Da in jedem Fall bis 19 Uhr. Und samstags mache ich von 10 bis 18 Uhr auf, sodass ihr bis Weihnachten, also bis zum 23.12. die Gelegenheit habt, in diesen Zeiten bei mir hier in dem Laden einzukaufen. Ne? Wie gesagt, montags bis donnerstags von 13 bis 18 Uhr, eventuell auch mal länger, je nachdem wie viel los ist da draußen. Und freitags von 13 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr. Also ich bin schon recht lange dann hier. Habt jederzeit Gelegenheit, hier alles Mögliche zu kaufen, was ich da habe. Wenn ich was nicht da habe, dann verzeiht es mir, dann habe ich es vielleicht nicht geschafft, es einzukaufen oder ich habe nicht genug eingenommen oder sonst irgendwas in dieser Form, weil ich muss das Geld ja auch erstmal verdienen, um davon wieder Ware zu kaufen. Die Miete muss bezahlt werden, ich möchte vielleicht auch nochmal irgendwas bekommen, der Staat möchte Geld haben, sowas wie Steuern und so ein Spaß. Das haben vielleicht einige gar nicht so auf den Blick. Eine andere Sache, recht herzlichen Dank vor allem auch an die YouTuber, die bei meinem letzten Video nochmal eine entsprechende Reaction zu gemacht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sven Gadget, Paul und wie sie nicht alle heißen, die sich da eingesetzt haben für mich. Ja, so wie Sven es befürchtet hat, es war so eine gewisse Eintagsfliege. Aber vielen, vielen lieben Dank für alle Einkäufe, die in der Zwischenzeit getätigt worden sind. Ich danke auch allen Unterstützern, die jederzeit immer wieder bei mir einkaufen. Hilft mir und meinem Laden, egal ob online, offline, sonst wo, in irgendeiner Art und Weise. Gut, es gibt nur die Möglichkeiten, online oder offline bei mir einzukaufen. Die zwei Möglichkeiten habt ihr. Ihr kennt die Affiliate-Links unter meinen Videos, die ich ja zwischenzeitlich auch gemacht habe. Würde ich ja auch noch eine entsprechende Unterstützung mitbekommen. YouTube, das Geld, das ist, vergiss es, unter 10.000 Abonnenten wird das nix oder 100.000, dann kann man vielleicht mal sagen, man verdient daraus ein bisschen was, aber davor so gar nicht. Ja, noch eine Sache bezüglich Einkaufen. Jetzt kommen hier Cyber Weeks und sonstiges, vor Weihnachten super Einkäufe. Ich verstehe auch jeden, der sparen möchte und der sparen muss und gucken muss, wo das Geld bleibt. Aber lasst vielleicht doch mal den ein oder anderen Euro bei uns kleineren Geschäften. Der Brick Opa hat ein kleines Geschäft in Hamburg, den habe ich auch mal persönlich kennengelernt, den Sebastian. Ein ganz toller Typ, auch ein Familienvater und ja, er möchte auch leben. Und er möchte nicht von der Hand in den Mund leben, sondern er möchte vielleicht auch etwas erreichen. Und das klappt halt nur, wenn auch lokal eingekauft wird, also wenn in kleineren Geschäften eingekauft wird und nicht beim großen A oder in irgendwelchen anderen Versandhäusern oder in irgendwelchen Bookstores, die wieder 30% auf alles außer auf Tiernahrung geben oder sonst irgendwas in dieser Form. Das können wir gar nicht. Das können wir vielleicht mal für eine Woche, für zwei, eventuell mal ein bisschen realisieren, aber dann verdienen wir nichts dran. Dann verkaufen wir zum Selbstkostenpreis die Produkte. Das, was viele sehen, so, ja, okay, das gibt es dann für 30% weniger. Ja, das Unternehmen kauft die Ware ein, haben ihren Einkaufspreis und machen vielleicht 2, 3, 4% damit. Die brauchen aber das aber auch nicht, weil sie nicht darauf angewiesen sind, weil sie tausend andere Produkte haben. Das haben wir nicht. Wir kleinen Fachgeschäfte haben nicht tausende andere Produkte. Das können wir gar nicht realisieren. Wir haben gar nicht die Logistik dahinter. Und dass unser Zeug hier auch kostet und wir auch irgendwie davon leben müssen, weil wir halt
keinen Hauptjob haben oder sonstiges oder weil wir hier riesige Umsätze fahren, fahren wir ja nicht. Das sehen aber viele nicht. Viele sehen hier, oh, da hat ein kleines Geschäft und Nein, ist tatsächlich nicht so der Fall. Und deswegen habe ich einen weiteren Job. Und ja, dieses Geschäft ist nur noch ein Hobby geworden. Und deswegen verzeiht mir auch meine geänderten Öffnungszeiten und halt vielleicht auch mal das eine oder andere, was halt nicht so schnell rausgeht im Moment. Ich bin immer stets bemüht, es so schnell wie möglich zu versenden. Das mal so ein Gedanke an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tim aus Hannover. Tschüss!